erzählen, was ist passiert? Ich habe gerade zum ersten Mal mit Kaori gesprochen. Echt? Das ist doch super. Das wolltest du doch schon die ganze Zeit. Das hast du jedenfalls immer gesagt, dass du mal mit ihr reden willst. Sie hat mir einen Korb gegeben. Was? Dabei habe ich sie doch nur gefragt, ob wir Freunde sein können. Hast du gesagt? Und sie hat geantwortet, dass sie sich freut, aber nicht kann. Was meinst du, Shogo? Warum sagt sie denn sowas? Weiß ich doch nicht. Ich liebe Shogo, er ist so geil drauf. Hey, jetzt nerv ihr doch mal nicht so rum. Tja, also ich glaube viel eher, sie hat versucht, auf höfliche Weise Nein zu sagen. Dann hat sie mich wirklich abgewiesen. Wenn es dich so brennt interessiert, dann frag sie doch einfach nochmal. Ich glaube, sie ist vorhin allein aufs Dach hochgegangen. Moment, das Dach ist doch sonst immer abgeschlossen. Tja, das hat seinen Grund. Schön kühl heute. Oder find das nur echt gut? Darf ich denn? Mein bester Freund hat schon gegessen und ist dann einfach weggepennt. Ja, ja. Der Shogo. Setz dich einfach so dazu. Voll übel. Ziemlich gute Mathe, stimmt's? Bist du erkältet? Soll ich dir etwas abnehmen? Oh Mann. Also ich würde an deiner Stelle was dagegen nehmen. Ja, also dann mach's gut. Weißt du, wenn du so abweisend wie sonst gewesen wärst, aber ich verstehe nicht, warum du sowas machst.
Ich kapier's nicht. Ich hab doch nur versucht, dir so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Aber dann hast du mir geholfen und ich wollte mich bedanken. Wusste ich doch. Du bist kein so kalter Mensch, wie alle hier glauben. Wir müssen ja auch keine Freunde sein. Wir essen morgen einfach nur so zusammen. Hm? Was meinst du denn damit? Wir beide essen morgen Mittag wieder zusammen, aber ohne Freunde zu sein. Das geht doch, oder? Tja, also, dann treffen wir uns morgen wieder auf dem Dach. Ja, super! Aber, bitte sprich mich in der Klasse vor den anderen nicht an. Mhm, geht's in Ordnung. Und ich dachte schon, du willst nichts mit mir zu tun haben. Echt ein schöner Anime. Yuki, wenn du so weitermachst, fällst du in Mathe durch. Sensei, es ist doch erst Mai und noch Zeit. Naja, aber das reicht schon bei dir, um sich ernsthaft Sorgen um dich zu machen. Entschuldigung, Sensei, sind wir dann jetzt endlich fertig hier? Aha. Naja, ich muss heute nämlich unbedingt Mittagessen gehen. Also wirklich, Yuki, was soll ich dazu sagen? Auf Wiedersehen! Was ist nur los mit dir? Der ist verknallt. Auch wenn er es selber noch nicht checkt. Oh nein, du. Ich bin schon fertig mit Essen, oder? Nein. Nein? Naja, du hast doch gesagt, dass du kommen wirst. Da habe ich auf dich gewartet. Oh. Kaori! Ja, was ist? Dann lass uns essen. Mann, war das lecker. Wenn man zusammen ist, schmeckt's wirklich viel besser. So, und jetzt spielen wir Karten. Hä? Was? Karten? Na, in der Mittagspause spielt man doch Karten, oder? Ach, ja, wissen? Wir spielen eigentlich immer Doppelkopf, aber zu zweit geht das ja leider nicht. Ich wüsste auch eins, aber das geht auch nicht zu zweit. Ach, dann lass uns doch einfach Memory spielen. Mhm. Und das? Das sind dann die zwei. Klasse! Also, du hast jetzt 5-mal gewonnen. Mann, dein Erinnerungsvermögen ist schon wirklich klasse. Ach, na, das kann man so nicht sagen. Hm? Deine Stärke ist also Mathe, oder? Naja, das ist meine Stärke. Mir hat es immer Spaß gemacht. Also, ich bin in Mathe echt ein Loser. Deshalb... Danke, Leute. Was du kannst. Ja, aber ich lerne auch viel, weil ich zu Hause so viel Freizeit habe. Also, ich bin in meiner Freizeit irgendwie viel lieber draußen. Sag mal, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, was unternehmen wir dann so gewöhnlich? Oh, wir singen Karaoke oder so. Vielen lieben Dank, voll krass. Spaß? Bist du etwa noch nie bei Karaoke gewesen? Dankeschön, Xerox. Das war lecker. Ich könnte jetzt echt noch viel mehr essen. Warum habe ich bloß vergessen, einen Nachtisch zu kaufen? Davon werden wir bestimmt nicht satt. Aber am Bahnhof hat gerade erst ein neuer Kaffeeladen aufgemacht. Leute, ich trinke hier Kaffee. Die Cola, die ich mir gemacht habe, die habe ich mir gemacht, weil ich später was trinken will. Aber hier sieht es so aus, als ob es eigentlich genügend Plätze geben würde. Ich dachte nur,
Freund für dich. Über was würdest du zum Beispiel mit ihm reden wollen? Über die Liebe zum Beispiel. Liebesgeschichten? Liebesgeschichten, also. Naja, ich habe gerade niemanden, mit dem ich zusammen bin oder jemanden, den ich besonders mag. Kaori! Wir sind doch keine Freunde, also lass uns jetzt bitte nicht über so etwas reden, okay? Ja, dann hast du recht. Ich hab davon getrunken, um zu probieren, ob sie schon... Ach, weißt du was, fick dich. Ich bin wieder da! Endlich, da bist du ja. Die Lunchbox spiele ich nachher ab, okay? Ich verstehe nicht, warum ihr die ganze Zeit immer mich nerven müsst. Außerdem geht es euch nichts an, was ich esse oder trinke. Meine Güte. Okay, jetzt reicht's, du Arschloch. Danke für das gute Essen. Das war mal wieder total lecker. Also, du hast ja heute kaum etwas gegessen. Oh? Tja, ich habe heute irgendwie keinen Appetit. Ist alles okay bei dir? Ja, mir geht's gut. Und als nächstes haben wir Biologie, oder? Oh Mann, da finde ich bestimmt wieder ein. Was mache ich bloß, wenn ich durchfalle? Tja, aber Mathe ist noch viel schlimmer. Für dich ist Mathe kein Problem, oder? Du scheinst das alles locker zu können. Also wenn du Lust hast, können wir beide ja zusammen irgendwann mal... Yogi? Was denn? Bitte sprich nicht mehr mit mir. Oh, warum? Habe ich vielleicht irgendwas Falsches gesagt? Was hast du denn jetzt auf einmal? Ich habe dir doch gleich am Anfang gesagt. Ich kann keine Freunde haben, deshalb will ich, dass du alles wieder vergisst. Ich jedenfalls werde alles, was ich mit dir erlebt habe, vergessen. Es muss einfach sein. Dankeschön, Leute. Das kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht. Und du kannst das doch eigentlich auch nicht. Ich vergesse alles! An jedem Montag verschwinden all meine Erinnerungen an das, was mir Spaß gemacht hat. Aber nicht nur die schönen Erinnerungen, sondern auch die Erinnerungen an Freunde oder Menschen, mit denen ich gern viel mehr Zeit verbringen würde. Genau nach einer Woche werden all meine Erinnerungen gelöscht. Nur bei meiner Familie passiert das nicht. Deswegen kann ich mich an Freunde nicht erinnern. Was soll das? Dir keine Sorgen. Wir sind ja auch keine Freunde, oder? Von daher... Hör zu. Ich wollte dir das bloß sagen. Ich werde alle Erinnerungen an dich für immer verlieren, Yuki. Oh. Also das glaube ich einfach nicht. Also, was machen wir hier gleich nochmal? Kaori will nicht mehr mit mir reden. Sie sagt, ich soll sie vergessen, da sie mich auch vergessen wird. Dann steht sie wohl nicht so auf dich. Aha. Und vielleicht hasst sie dich ja sogar ein bisschen. Was? Meinst du wirklich? Du könntest recht haben. Findest du nicht, dass Kaori total seltsam ist? Man weiß irgendwie nie, was sie gerade denkt. Was machst du eigentlich an ihr? Ihr Gesicht? Mann, du bist ja sowas von naiv. Was ist so schlimm daran? Als Freunde versteht man sich. Oder man versteht sich nicht und lässt es dann einfach bleiben, so oder so. Freundschaft kann man eben einfach nicht erzwingen. Wenn man verliebt ist, ist das jedoch etwas völlig anderes. Kaori ist nicht so kalt, wie alle glauben. Sie lächelt manchmal und redet gern.
Als wir zusammen essen wollten, hat sie sogar auf mich gewartet. Ich bin mir echt sicher, dass alle sie mögen würden, wenn sie nur eine Chance von ihnen bekämen. Sie ist wirklich total nett und ehrlich. Oh, ich krieg Gänsehaut. Sieh das doch jetzt nicht alles ins Lächerliche. Ja, okay, ist ja schon gut, Romeo. Ist auch egal. Wenn sie wirklich so ist, wie du sagst, dann bist du für sie bestimmt auch etwas Besonderes. Meinst du wirklich? Ich finde, du bist auf jeden Fall einen Schritt weiter als noch am Montag. Ach, schon. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben. Wo du schon so weit gekommen bist. Du hast recht. Kaori, Papa hat Kuchen gekauft. Willst du auch was? Mhm. Ja, ich komme gleich. Hallo, Kaori. Ja, was ist denn? Damals verstand ich zum ersten Mal, was Kaori mir erklären wollte. Ihre Erinnerungen waren wirklich weg. Sie hatte mich nicht angenommen. Die Woche, die ich mit ihr verbracht hatte, war wirklich aus ihrer Erinnerung verschwunden. Egal, ob wir lachen oder uns super gut verstehen würden, die Erinnerung. Danke, Leute, für die Unterstützung. Montag wieder verschwinden. Alles fängt für sie immer wieder von vorne an. Deswegen versucht sie, sich niemals mit irgendjemandem anzufreunden. Jetzt weiß ich Bescheid. Sie wünscht sich in Wirklichkeit nichts mehr als einen Freund. Und damit fängt's an. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, es ihr immer wieder zu sagen. Kaori, bitte, lass uns doch Freunde sein. Ach, Mann. Alle Erinnerungen an ihre Freunde werden nach einer Woche wieder gelöscht. Als ich das erste Mal hörte, konnte ich nicht glauben, dass es sowas gibt. Hey, Kaori. Jetzt, da wir irgendwie Freunde waren, sollte das alles wieder vorbei sein? Das will ich nicht. Ich bin bereit, noch einmal, nein, unzählige Male von vorn anzufangen. Erinnert mich immer an 50 erste Dates. Ja, Uri, bitte. Lass uns doch Freunde sein. Nur, dass die Erinnerung an dem Fall hier eine Woche dauert. Ja, was soll denn das so plötzlich? Was ist denn los, Luki? Was willst du denn vom Kaori? Hau rein, Dad, schönen Abend dir noch, oder schönen Tag noch. Ja, schauen wir mal, ob das bei mir läuft überhaupt. Ich glaube noch nicht dran. Wird sich zeigen.
vorspulen. Willst du denn hier noch rum, Heu? So. Folge 2. Wie lange willst du denn hier noch rum, Heu? Schon gut. Die Mittagspause ist gleich vorbei. Das hat doch alles keinen Sinn. Jetzt passt sie mich total. Ja, also das sieht fast so aus. Sag sowas nicht. Schon gut, ist doch geil. Aber man geht ja auch nicht zu jemandem und sagt einfach, lass uns Freunde sein. Das würde ich auch ablehnen und auf Distanz gehen. Jo. Naja, aber in der letzten Woche hat's doch auch irgendwie so geklappt. Dann musst du dich vielleicht einfach mehr anstrengen. Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Shogo, sei doch nicht immer so kalt. Kaori Fujimura ist gar nicht so finster drauf, wie alle denken, oder? Glaub einfach an dich. So wie letzte Woche. Versuch einfach dein Glück. Ja, ist doch cool drauf, der Shogo, ey. Ja, ich geh zu ihr. Zu spät. Das heißt, sie hat einen Freund gefunden. Hey, Kaori! Was hältst du? Macht's dir etwas aus, wenn wir hier oben zusammen was essen? Das mit gestern tut mir leid. Du hattest mir ja extra gesagt, ich soll dich nicht im Klassenzimmer ansprechen. Wirklich? Klar hast du das. Du meintest, zusammen auf dem Dach was essen wäre okay. Aber mehr würde nicht gehen. Heißt das, wir haben die ganze Woche hier oben zusammen gegessen? Glaubst du mir etwa nicht? Ich kann das verstehen. Du vergisst ja immer alles. Hm. Alle Erinnerungen an deine Freunde werden nach einer Woche wieder gelöscht, stimmt's? Woher weißt du das denn? Naja, du hast mir doch letzte Woche erst davon erzählt. Das habe ich dir wirklich erzählt? Ja, und deswegen sollte ich dich auch eigentlich überhaupt nicht mehr ansprechen. Und trotzdem hast du mich. Kaori. Oh. Na, sag's doch gleich. Du hast das Ganze also. Das heißt, dann glaubst du mir jetzt endlich? Ich weiß wirklich nicht mehr, was letzte Woche war. Eigentlich müsste ich mich an dein Gesicht erinnern, weil wir uns ja täglich in der Schule sehen. Aber irgendwie ist alles weg. Das heißt, dass du letzte Woche wirklich so etwas wie ein Freund für mich warst. Sowas wie ein Freund? Mhm. Und darf ich dann also auch in dieser Woche mit dir hier oben was zusammen essen? Aber natürlich. Das ist ja toll. Kaori Fujimiya. Freut mich sehr. Oh, das war irgendwie komisch, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin Yuki Hase. Ich freue mich auch. Huh? Da ist so der Magen auf Durchzug. Sollen wir anfangen? Gern. Ach ja. Gekickt. Wir haben einen Punkt gemacht. Oh. Was mir gekickt, ey. Immer wieder lustig. Voll in die Fresse. Oh Mann. Hab ich aufgepasst, was? Du hast den Ball voll ins Gesicht bekommen. Das hat bestimmt weh getan. Hey, alles okay? Und er hat eine also, Idee. Das war übrigens schon wieder ein Punkt. Vergiss nicht, ihn zu sehen.
Shogo, Alter. Übel. One Week Friends schaue ich an. Auf, was du an dem Tag so alles erlebt und gefühlt hast. Dann kannst du später alles nachlesen und vielleicht kommen ja so deine Erinnerungen zurück. Das könnte doch wirklich sein. Ich finde, das solltest du unbedingt mal versuchen. Tja, ich frage mich, ob mir das wirklich was bringt. Außerdem habe ich schon einmal... Natürlich bringt das was. Versuch's doch einfach mal. Das kann nicht schaden, glaub's mir. Jedenfalls besser als gar nichts zu unternehmen. Du hast ja recht. Ich probiere jetzt mal alles aufzuschreiben. Ja, habe ich denn jetzt nur meinen Stift? Du willst das jetzt tun? Ja, natürlich. Ich will doch keinesfalls etwas vergessen. Also dann, ich habe heute mit meinem Freund Yuki Mittag gegessen. Er aß ein Brötchen. Oh, warte mal. Ein Eibrötchen. Was ist das für ein Brötchen? Das hier, das ist ein Eibrötchen. Ein Eibrötchen? Ja. So, was ist auf dem Schulhof gerade zum Tag? Genau, ach, Semmel. Alles drauf? Na, auf jeden Fall Eier. Und irgendwo ein Gemüse. Alexa, schalt das Studio an. Yuki aß ein Eibrötchen. Das Eibrötchen war belegt mit verschiedenen Zutaten, unter anderem... So genau schreibst du alles auf? Die ich euch vor 5 Minuten gezeigt habe. Ach so, die meinen Sie. Diese eine da mit den vielen verschiedenen. Das schreibt sie also auch auf. So ein Lutscher, ey. Bitte nehmen Sie sich doch eins. Wir haben gerade besondere Angebote. Bitte schön. Alle 500 Yen. Ich finde es immer krass, dass die in Japan so hohe Zahlen haben. Den sind etwa 4,30 €. Nicht ganz, 4,24 € sind es. Ganz merkwürdig. Ach, das stimmt doch gar nicht. Und das macht dass sie so hohe Zahlen haben. Naja, hättest du Lust auf den Nachhauseweg da mal kurz vorbeizuschauen? Also, ich glaube, es wäre mir fast ein bisschen peinlich, wenn man uns dort zu zweit sieht. Ach so, echt schade. Aber vielleicht geht's am Sonntag? Ach, wirklich? Ja, ich habe da nämlich noch nichts vor. Also, wenn du wirklich willst. Ja, das wäre echt toll. Dann gehen wir also am Sonntag Krebs essen. Ist 13 Uhr okay für dich? Ja. Beim Geldbetrag, ja. Naja, bei denen sind 500 Yen, also 500, was bei uns knapp 4,50 ist. Oder 4,30. Wenn ich genau darüber nachdenke, sieht mir das verdammt nach einem Date aus. Oh Mann, bin ich aufgeregt. Yuki, bist du? Hallo, Yuki. Hey, du bist ja auch zu früh. Ja, ich hab mir gedacht, du bist vielleicht nicht so an Verabredung gewöhnt, also wollte ich schon ein bisschen früher da sein. Aber das Ganze hat natürlich überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich wollte nicht zu spät kommen, also bin ich auch früher los. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du hier schon auf mich gewartet hast. Yuki? Ja, das war wirklich überhaupt kein Problem für mich. Sollen wir gehen? Mhm. Ist du öfter Krebs? Mit meinen Eltern schon, aber nicht mit Freunden. Deshalb bin ich total aufgeregt. Ich bin wegen etwas ganz anderem aufgeregt. Was? Mach nichts. Ich begleite dich jedenfalls so oft zum Essen, wie du willst. Vielen Dank. Was nimmst du denn jetzt für einen? Also ich glaube, ich könnte gleich zwei essen.
Vielleicht einen mit Erdbeeren und Sahne. Oder lieber Heidelbeeren mit Frischkäse. Naja, du könntest ja auch einfach zwei essen. Meinst du echt? Oh. Tut mir leid, ich habe dich schließlich eingeladen. Ich hätte einfach besser nachsehen sollen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Ich habe dir doch den Flyer gezeigt. Blöd gelaufen. Und was machen wir jetzt? Das ist ja wirklich blöd. Ja. Oh, willst du mit mir vielleicht zum Karaoke gehen? Du warst doch noch nie beim Karaoke, oder? Das ist eine super Idee. Ich mag den Zeichenstil von dem Anime so. So viele Zimmer. Zimmer 301, hier ist es. Der Lichtschalter. Ah, da ist der ja. Ja. Oh, wow. Und so bringt man sich also immer in die richtige Stimmung zum Singen? Naja, also das eben war wohl eher ein kleines Versingen. Und was ist das? Mit diesem Gerät hier sucht man nach den richtigen Liedern. Ah, verstehe. In Japan ja auch sehr beliebt. Die Auswahl ist ja wirklich riesig. Los, Yuki, jetzt will ich, dass du was singst. Oh, du meinst echt, ich soll als erster was singen? Und alles eingegeben. Servus, Salamander. Könntest du das lassen? Oh, aber macht man das denn nicht so? Ja, eigentlich schon, aber jetzt gerade eher nicht. Ach so, das ist echt schade. Tut mir leid. Du machst das echt gut, Kaori. Ich war ja vielleicht sowas von nervös. Ja, aber irgendwie war ich eben auch total aufgeregt. Mann, ist mir jetzt aber heiß. Lass uns eine Pause machen. Karaoke ist wirklich anstrengender, als ich dachte. Ach, man muss sich nur ein bisschen daran gewöhnen. Aber die Zeit hier drin ist begrenzt, oder? Ja, das stimmt. Dann sollten wir gleich weitermachen. Du hast recht. Na dann, lass uns direkt weiter singen. Yippie! Echt ein schöner Anime. Also, ich habe heute echt viel Spaß gehabt. Wir können das ja mal wieder machen. Gern, aber auch... Die ganzen Erinnerungen an heute werden morgen leider wieder weg sein. Ach, Kaori. Aber es ist jetzt anders als sonst. Ich habe doch jetzt ein Tagebuch. Ich werde bis morgen alles lesen. Nächstes Mal sind wir beide dann schon Freunde, bevor du mich ansprichst, okay? Dann musst du in der Klasse nicht extra an meinen Tisch kommen. Die Blicke der anderen nerven mich so. Lass uns einfach wieder auf dem Dach treffen. Ja, das stimmt. Du hast ja jetzt schließlich das Tagebuch. Genau. Tja, weißt du, ich hatte echt Angst vor diesem Montag. Jemanden anzusprechen, den man nicht kennt, kostet wirklich einige Überwindung. Man weiß ja nie, wie es läuft. Ich habe befürchtet, dass du mich nicht magst, aber mit dem Tagebuch bin ich dann wenigstens kein Fremder mehr. Tja, auch wenn die ganzen Erinnerungen nicht mehr alle zurückkehren werden. Aber das allein macht es schon wesentlich leichter, finde ich. Da bin ich jetzt auf jeden Fall entspannter. Es tut mir leid, Jim. Nein, du musst dich jetzt doch nicht entschuldigen. Weißt du, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Wenn wir jetzt zu pessimistisch sind, geht vielleicht einiges schief, was uns gepackt hätte. Deswegen müssen wir jetzt auch erst einmal optimistisch bleiben. Das ist wichtig. Optimistisch? Oh, ja, du hast recht. Oh, ich muss hier aussteigen. Na gut, dann bis morgen. Hey, Yuki! Erzähl mir morgen, was wir heute alles erlebt haben, okay?
dich erinnern? Naja, schon. Aber wahrscheinlich nicht an alles, was passiert ist. Dann erinnerst du dich aber anscheinend ein kleines bisschen, oder? Ich glaube schon. Ach, wirklich? Da bin ich aber erleichtert. Ich hatte mich schon gefragt, was passieren würde, wenn das Ganze mit dem Tagebuch nicht geklappt hätte. Hi, Pixel. Vorletzte Woche. Ach was? Ich hab doch eigentlich überhaupt nichts gemacht. Doch, hast du wohl. Es steht alles im Tagebuch. Ich habe total viel über dich aufgeschrieben. Du hast mir ja wirklich so viel erzählt. Ist das da vielleicht dieses Eibrötchen? Oh, Volltreffer. Ich habe hier drin alles so lebendig aufgeschrieben. Die Reise hier hat anscheinend wirklich total viel Spaß gemacht. Oh, das heißt, du erinnerst dich jetzt auch an deine Gefühle? Ja, ich war so glücklich. Sowas von glücklich. Sowas von glücklich. Oh. Sowas von glücklich. Das sind wohl Freudentränen. Oh. Weißt du, meine Erinnerungen sind doch noch nie zurückgekommen. Deswegen freue ich mich auch so sehr, dass es diesmal endlich durch das Schreiben geklappt hat. Ich bin wirklich sehr glücklich. Wirklich leid. Warum entschuldigst du dich? Ich bin doch wirklich glücklich. In Wirklichkeit erinnerst du dich an gar nichts, oder? Du musst mir hier doch nichts vormachen. Nur durch mich hast du jetzt angefangen zu lügen. Du musst dich nicht zwingen, mit mir befreundet zu sein. Ich habe dabei nur an mich gedacht. Das war falsch. Das hätte ich nicht tun sollen. Was sagst du denn da? Das mit dem Tagebuch hier hast du dir doch extra für mich überlegt. Nein, das habe ich eigentlich nur für mich getan. Ich wollte endlich nicht mehr anderen zu dir sagen müssen, Kaori, lass uns Freunde sein. Ich bin echt ein richtiger Trottel. War doch klar, dass es ohne diese Worte einfach nicht funktionieren würde. Ich hätte einfach mal nachdenken sollen. Und dann labere ich dich auch noch mit meinem Müll zu. Mann, ich bin vielleicht ein verdammter Blödmann. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe dich total überfordert. Du musst Angst gehabt haben, überhaupt nur herzukommen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Kaori, bitte verzeih mir. Ja, das schreibe ich jetzt alles auf. Also dann, Yuki ist total unfair und egoistisch. Ich schreibe dieses Tagebuch nur, damit er sich besser fühlt. Aber als er merkte, dass ich darunter leide, hat er sich sofort entschuldigt. Das heißt, er ist doch ein wundervoller Mensch und macht sich anscheinend immer große Sorgen darum, wie ich mich fühle. Das ist schön. Ich muss doch alles aufschreiben, oder? Also, Kaori, wenn du nichts dagegen hast, wollen wir wieder Freunde sein? So wie die letzten Male? Hm. Ich habe keine Wahl, oder? Der Anime ist so schön. Ja, gern. Die Welt nur so einfach wäre, ey. Hundert Stück von den Eiern, von den Eierdingern. Ich zieh mir mal schnell Socken an.
voll geil. Im Schlafzimmer riecht es voll geil nach frisch gewaschener Wäsche, weil ich die ganze Wäsche im Schlafzimmer aufgehängt habe. Voll geil. Also solange es von dir kommt, schmeckt jedes Essen super, Kaori. Vielen Dank. Weißt du, das wollte ich schon immer mal machen. Mit einem guten Freund in der Mittagspause total leckere Sachen essen. Ah, ich verstehe. Und jetzt habe ich das Essen sogar selbst zubereitet. Das ist mehr, als ich mir erhofft hatte. Wenn du möchtest, können wir ja für immer zusammen. Ja, hier ist mal wieder Winkler, hallo. Drei Personen mit einem riesigen Schild schreien rum, lassen ewig laute Musik mit so einem komischen, mit so einer komischen Box laufen. Gut, danke, ade. Das ging schnell. Das ist einfach alles zu viel für mich. Sie ist viel zu nett für diese Welt. Ich hoffe, man hört ihn nicht in der im Stream. Ich sollte mich jedenfalls auf keinen Fall freuen, dass ich hier einzeln... Vor allem draußen pisst's wie Sau. Was machst du da? Und ich stehe in deinem T-Shirt und schreie herum. Hörst du dich denn nicht gerade mit deinen Augen? Doch. Es dauert aber zu lange, um es zu erklären. Ich glaube, ich will es auch gar nicht hören. Als nächstes kommt bitte nach vorne, Kaori. Ja. Nächstes nehmen wir dann mal, wie wär's mit einem Jungen? Hey Shogo, also, da kannst du Kaori auch nicht leiden, oder? Nein, das stimmt nicht. Und außerdem sollte jeder selbst am besten wissen, wen er mag und wen nicht. So ist es. Die Gerüchte interessieren mich einfach nicht. Man sollte sich doch immer zuerst mal selbst ein Bild von der jeweiligen Person machen. Shogo. Aber irgendwie lächelt sie viel zu selten, finde ich. Na, das hat jetzt genau der Richtige.
nicht Shogo Kiryu aus unserer Klasse? Nur von dem her. Wieso denn? Naja, also, er ist mein bester Freund. Sollen wir ihn nicht in die ganze Geschichte mit einweihen? Ach, aber... Also, man kann ihm auf jeden Fall hundertprozentig vertrauen. Er ist zwar nicht immer der einfühlsamste von allen und sagt auch immer direkt heraus, was er gerade denkt. Aber er hat ein ausgesprochen gutes Herz, glaube ich. Und du meinst, das wäre eine gute Idee? Glaube ich, das ist eine gute Aussage. Kommst du denn so plötzlich darauf? Naja, also, ich dachte, es ist besser, wenn noch einer Bescheid weiß. Vielleicht kennt er ja eine Lösung für dieses schwierige Problem. Und Shogo wird es auch garantiert niemals weitererzählen. Ich glaube sogar, dass er uns eher weiterhelfen würde. Na, was sagst du dazu? Sollen wir ihnen das Geheimnis einweihen? Okay. Reden wir mit ihm. Mhm. Hey, Shogo. Willst du morgen Mittag mit uns auf dem Dach essen? Was? Warum? Naja, es gibt da etwas, was ich dir sagen will. Warum sagst du es mir nicht einfach jetzt? Das geht hier leider nicht. Es geht doch sowieso um Kaori. Das wird langsam lästig. Ich weiß, diese komische Geschichte nervt dich total. Aber es ist wirklich wichtig. Du bist der Einzige weit und breit, der verrückt genug ist, das Ganze zu verstehen. Glaubst du wirklich, mich mit diesem Spruch überreden zu können? Auch wenn du dich jetzt dagegen wehrst. Am Schluss sagst du doch immer ja, stimmt's? Ich verstehe, dass die Leute sich so hirnlos verhalten. Ich meine, es muss doch irgendwann einmal Vernunft in ihren idiotischen Kopf auftauchen. Man muss doch irgendwann mal Vernunft in seinem Leben entwickeln. Hallo, grüß dich. Du, ist das Ihre Doppelgängerin? Sag mal, spinnst du? Was ist das denn für eine komische Begrüßung? Aber sie wirkt vollkommen anders als sonst immer, wenn du mich fragst. Hey, Kaori, ist alles okay? Hör mal, zu mir kannst du sagen, was du willst. Aber zu einem Mädchen musst du auf jeden Fall etwas freundlicher sein. Warum? Sie ist doch bestimmt noch viel Schlimmeres gewohnt, oder? Tja, also dann lasst uns was essen. Ich habe total Hunger. Verhalte dich einfach so wie immer, okay? Und du halt erstmal die Klappe. Jawohl, Sir. Yuki, denkst du, das ist wirklich eine gute Idee? Also ich glaube, wenn wir es ihm schon beibringen, kapiert er es. Aber verhalte dich am Anfang vielleicht erstmal so, als ob er für dich gar nicht existiert. Ach, und warum bin ich dann eigentlich überhaupt hier? Ich hab doch gesagt, du sollst still sein. Danke für die Lunchboxen. Ist bestimmt viel Arbeit. Ach, was? Oh, wow, Frikadellen. Ich bin dafür extra früh aufgestanden. Das Omelette ist exakt so, wie du es magst, mit genau 18 Gramm Zucker. Du bist echt toll. Lecker. Das freut mich. Ihr beiden seid ja echt heftig am Rumtorte. Was soll das heißen? Ihr versteht euch prächtig und flirtet total dabei rum. Da vergeht einem glatt der Appetit. Was mit euch beiden hätte ich gar nicht so schnell erwartet. Spinnst du? Und das Essen hast du wirklich selbst zubereitet? Sagt mal, ihr beiden, seid ihr eigentlich ein Paar? Was? Wir sind einfach nur Freunde und verstehen uns eben wahnsinnig gut. Sag doch nicht irgendwas, wovon du keine Ahnung hast, du Idiot! Also, jetzt kommt das große Geheimnis. Sag es auf keinen Fall weiter, das musst du versprechen. Von mir aus. Es gibt einen Grund, warum Kaori immer allein ist. Einen ziemlich seltsamen Grund. Kaoris Gedächtnis merkt sich alles nur genau eine Woche lang. Hm? Ich weiß, was du denkst. Ah, so ist das also. Ist ja ganz schön kompliziert, oder? Dass deine Erinnerungen gelöscht werden, ist ja schon seltsam genug, aber dann auch nur die und deine Freunde? Na, jetzt weißt du, wie es aussieht. Seit wann ist das so? Schon seit der Grundschule? Ich glaube schon. Ah. Nun, so eine Amnesie kann ja ganz verschiedene Ursachen haben. Gehirnschäden oder ein Trauma, das man vergessen will. So genau weiß ich das aber auch nicht. Was ist eigentlich der Auslöser dieser Gedächtnisstörung? Wie kann man geheilt werden? Das alles weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist in deiner Kindheit mal irgendetwas passiert. Und da es auf deine Freunde begrenzt ist, muss wahrscheinlich mit einem Freund etwas vorgefallen sein.
aber nur, wenn diese ganze Sache mit der Amnesie auch wirklich der Wahrheit entsprechen sollte. Wie bitte? Was meinst du damit? Du glaubst dir bedingungslos. Aber das ist doch logisch. Wir kennen uns schon einen Monat. Ja, es ist nur ein Monat. Ist dir nie in den Sinn gekommen, dass sie das alles hier nur vortäuschen könnte? Warum denn? Weil sie in der Schule auch nur alles vortäuscht. Vielleicht tut sie nur so, als könnte sie sich nicht erinnern. Tja, ich habe keine Ahnung, was war es oder was nicht. Aber eins weiß ich und der eine von denen, das ist ein kleiner Dicker, der war bestimmt schon 10-12 Mal da, an dem einen Abend da, an dem einen Dach da, wo das rumgeschrien hat auch. War die bestimmt 5 Mal an einem Dach da. Auch das Tage. Genau. Du weißt nicht mal, was sie wirklich aufschreibt. Und weniger heller der Hose, aber die Farbe weiß ich jetzt nicht genau. Gut, danke, Adi. Überhaupt, warum redest du die ganze Zeit und nicht sie? Shogo, hau ab. Dann gehe ich mal. Was mit ihm schon wieder los ist. Essen wir. Das Paket. Nachname? Amazon? Dann machen wir Annahme verweigert. Ja. Dann habe ich ihn bestellt. Dann sind wir hier nicht unten in der Zeug gestellt. Gut, danke. Ade. Hast du dich mit Shogo versöhnt? Versöhnt? Nein, das habe ich nicht. Warum denn auch? Warum denn auch? Das pisst wie aus Eimern, Alter, und die Idioten schon aber nicht so aus. Ist immerhin dein allerbester Freund, oder nicht, Yuki? Hm. Ja, das stimmt schon. Aber zerbrich dir jetzt mal nicht deinen Kopf darüber, Kaori. Du kümmerst dich nur um mich, weil du so nett bist und nicht Nein sagen kannst. Nein, das stimmt doch gar nicht. Aber es ist doch Freitag, ihr müsst euch unbedingt aussprechen. Hör mal, Kaori, du musst dir seinetwegen wirklich keine Sorgen machen. Das wird schon alles wieder. Wer sein Heft noch nicht abgegeben hat, bleibt heute hier. Ihr wohl, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, Leute. Wer ein Handy hat, sagt besser zu Hause Bescheid, dass es später wird. Denn ihr geht nicht, bis ihr fertig seid. Solche Methoden sind heute noch gar nicht mehr erlaubt. Jetzt ab ins Nachhilfezimmer mit euch. Shogo, wenn du mit deinem Tagebuch fertig bist, leg's auf den Tisch im Lehrerzimmer, okay? Okay. Es pisst wie aus Eimern, Alter, weißt du? Das ist richtig heftig, brutal. Und die stehen da voll im Regen, ey. Du hast doch eine ältere Schwester, oder? War doch so, stimmt's? Ja, schon, aber warum fragst du mich das? Thank you.
hast du hier? Ich habe was vergessen. Hab ich mich erschreckt? Lass hier doch nicht so rein. Warum bist du überhaupt noch hier? Wenn du Yuki suchst, der ist noch bei Herrn Inoue. Das ist Kauris Tisch. Was wird denn das? Da ist es. Sag mal, findest du nicht, es geht ein bisschen zu weit darum zu schnüffeln? Das erzähl uns bitte nicht, dass du mit Kauri immer kleine Säckchen aufteilst. Wie niedlich. Wenn sie etwas liest und dabei alleine sich reinlacht, dann ist das schon etwas merkwürdig. Kann man wohl sagen. Aber hinter ihrem Rücken über sie abzulästern und euch totzulachen, so wie ihr es tut, finde ich nicht unbedingt besser. Ich mag Shogun, das ist so ein geiler Typ, ey, so ein richtig cooler Charakter. Und seine Sprüche sitzen halt voll. Das hier ist dir heilig, oder? Dann sag es ihnen selbst, ansonsten kapieren sie es niemals. Bis dann. Das waren die richtigen, Alter. Ich mag keine Leute, die hinter dem Rücken von anderen über jemanden reden. Hi. Hi. Wenn du heute aufs Dach gehst, wirst du sofort merken, dass ich Kauri wirklich an überhaupt nichts mehr erinnern kann, Shogo. Da, was hast du denn? Du machst dein Mutters Gesicht. Was? Kauri, was ist los? Als ich eben die Zahl 18 an der Tafel sah, begann mein Herz wieder zu schlagen. Ich habe mich erinnert an dieses Rezept für das Omelette. Der ganze Spaß mit euch hier noch dauern wird. Shogo, hast du das mitgekriegt? Naja, so halb. Glaubst du ihr jetzt? Glaubst du, Kauri, dass sie nicht lügt? Ja. Kauri, hast du über ihn auch was ins Tagebuch geschrieben? Kennst du ihn? Das ist Shogo, oder? Ich erinnere mich an ihn. Warum? Und an mich erinnerst du dich nicht? Nein. Warum nicht? Dann bist du also wichtiger für sie, als ich es bin. Nee, ist genau, das Gegenteil ist der Fall. Konntest du dich bisher schon mal an einen Freund erinnern? Nein, ich glaube nicht. An welche Person erinnerst du dich normalerweise? Ich erinnere mich an meine Familie und an Leute, die nicht meine Freunde sind. Ah, dann siehst du mich nicht als Freund. So einfach ist das. Dann bist du also gar nicht ihr Freund.
mal vergessen, dass wir eigentlich gerade Unterricht haben? Und so wurde aus dem Geheimnis von uns beiden ein Geheimnis von uns dreien. Meine anfänglichen Sorgen schienen unbegründet gewesen zu sein, da wir uns alle so gut verstanden. Ich war der Meinung, alles würde immer problemlos so weitergehen. Davon war ich in diesem Moment felsenfest überzeugt. So Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Und ich bin aber gleich wieder da. Und ich würde sagen, wir machen es dann so, dass wir einen Stream machen von Zelda. Machen wir weiter. Das heißt, ich gehe jetzt kurz offline, stelle alles um und komme gleich wieder offline. Ich kann nicht laufen lassen, wenn ich umstellen muss. Auf die Konsole muss ich ausmachen und dann wieder anmachen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.